Alter, pfeifen Winkel, komm hier, richtig Lärm machen. Den Rippspiegel kommt und dann hoffentlich kommt der Move. Das ist die falsche Seite. Das ist das Wunder von Bern. Nein, jetzt! Sieht das gut aus? Mit Applaus hier. Es gibt eine Änderung. Komm schön rüber, die Fairplay 8. Pfeif nochmal. Das hat ein bisschen was gebracht, bitte. Pfeif nochmal. Jetzt nochmal drauf. Schmeißt Shirts. Socken, Wäsche, hier. Macht es euch mal schreit gleich, das Tasting zu erleben. Das ist der nächste Moment dann. Aber sie müssen noch rüberkommen. Sie müssen noch rüberkommen. Da vorne gibt es irgendwelche Bewegungen am Deck. Schwarze Fahrer, irgendwie Blaumänner, schwarze Männer, rote. Das ist nicht ganz sultanisch. Früher, die Schiffe der Schmuggler in der Eila, waren alle schwarz angemalt, ohne Beleuchtung, um wirklich durch die kleinen Seewege, durch die Untiefen durchzukommen und den guten Stoff für die Taufjünger an Land zu bringen. Jetzt geht's langsam in unsere Richtung. Ein fast majestätischer Anblick, den bitte keiner mitkriegen sollte aus dem Rest des Hafens. Ja, und da brandet der Applaus nochmal auf. Jetzt sind wir mal klar ran. Die Richtung ist absolut richtig. Aktuell auf Kollisionskurs mit diesem leicht schummrigen Touristendampfer. Nein, der Whisky geht unter. Whisky hat Kopf natürlich hier, absolut. Das sind wir ein Aufkleber fürs Auto, ne? Ja, genau. Ja, ihr gehört wahrscheinlich, viele von euch gehören auch zu der Gruppe, die es wirklich absolut ablehnen, wenn jemand ganz nah tierisch aggressiv vor einem herfährt. Das ist ganz ehrlich. Definitiv. Vor allem, wenn es rot ist. Das, der hat der Musicals kann vorbei sein, das heute nicht unser Thema, ist nicht unser Ding. Wir legen langsam bei Artback Night 2016, sehe ich. Ihr winkt nochmal bitte, möglichst unschuldig, ja? Ja, dann haben wir hier Fastest and Best Moment, alle winkeln schön. Hallo! Weiterfahren! Sehr schön! Komm weiter! Die Eltern grüßen herrlich! Ja, schön! Warte mal noch eine Minute! Ich bin aber nach Hause kann. Sehr schön! Hast du an? Ja, perfekt! Warte, ich mach mal! Richtig schön! Und ein Nickerchen. Ja, es geht aber echte Themen hier. Da ist er! Mach mal, pfeif doch mal richtig Neues geben, richtig lernen. Jetzt schon mal viel Neues. Ja. Das ist der Moment. Da wird schon zurückgewogen werden. Wir greifen aber auch dieses seemännische Signal schön auf. Zum Glück auch keiner mitbekommen im Hafen. Ganz schön. Sie stehen doch jetzt aufrecht. Also es sieht so aus, als wären die Kisten ungeöffnet hier. Das Elbufer gewechselt haben, was uns recht genüsslich entgegenkäme. So, jetzt wird es dann gleich ein paar Kisten hier rübergetragen werden hier und dann kommt der Windsporn ins Spiel. Und Artback Dark Cove. Nur noch wenige Meter von unserem neugierigen Kiel. So, jetzt wird er angelegt. Hubstrahl wieder hinten. Leichter Rückwärtsgang, leichte Kollision, wenn die zweite Leine dran ist. Und wir richtig sehen, da wird noch ein Fender hinten ausgesetzt. Wenn die zweite Leine richtig fest ist, wenn ihr Klarheit gibt, jetzt ein Nutschatz vorne nochmal, hinten ist er dran, die ist ein bisschen. Ich kann mir einen Ruder legen, um hinten ranzuziehen, glaube ich. Nee, das wird der erfahrene Kapitän schon machen. Ja, wenn er nicht an einer der Kisten war. So, da geht der Fender hinten rein, dann geht der erste
Ballon raus, da hat sich einer vorbereitet, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich sowas sehe, wirklich. Da ist einer vorbereitet hingekommen und hat gesagt, das ist mein Moment, ich schmeiße den Penalballon runter. So, jetzt ist er gleich genau dran, seht ihr das wichtige Stückgut schon da hinten? Es wechselt den Stückgutfrachter, das war das. Und jetzt einen großen Applaus nochmal, jetzt ist ordentlich festgemacht, jetzt kommt er hinten ran. Und das ist die Eignerin, die wir dort an Deck sehen oben, oder? Direkt neben dem Kapitän. Eins, zwei. Habt ihr schon gezählt, wie viele es sind? Zu wenig. Wie reicht das? Immer zu wenig. Das ist der spannende Moment. Gleich kommt die erste Kiste an Land. Bitte nicht springen. Bleibt oben. Es wird euch bis vor die Füße, wenn wir es euch in den Bauch der Kapsanlegung servieren, um das gemeinsame Tasting im Höhepunkt der Abwechslung 2016 zu erleben. Und könnt sehen, wie es dann in diesem Winchkorb in Minute 3, die ja eben schon diese Türen geöffnet wurde, wie es dann im Kapsanlegung in den Leben verschwindet. Dann gehen wir gemeinsam wieder runter, das machen wir gleich erst. Jetzt warten wir erstmal, dass hier alles heil an Land, an Zwischenland, an Steg kommt und dann schnell wieder an Bord. Wieso machen die die über Kreuz? Da wird nochmal festgezurrt, die Achterleine sitzt noch nicht richtig. Es scheint so zu sein, dass die Besatzung absolut weiß, was es vielleicht bis gut an Bord hat. Arbeitsanweise. Für mich ist es der Moment, wenn die erste Kiste hier auf dem Weg zu uns ist. Ordentlich festgemacht. Es gibt kurze Reiseberichte, auf alles glatt gelaufen ist, von hier in den Hamburger Hafen. So, und ich glaube, Kapitän kann uns gerade hören. Kapitän, Fair Play, hörst du uns? Kapitän, Fair Play. Guckt, nicht zu viel Wind. Kapitän, Fair Play, das ist unser Gruß. Vielen Dank schon mal. Kapitän, links. Beste Tag. Und Finger weg von den Kisten, bitte. Seid still. Hey. Wir wollten groschen. Wann wird die erste Kiste? Das gibt Signale, das Kapitän ist schon weg vom Ruder, wo es also mindestens im Leerlauf. Und jetzt kommt die Brüche. Das sind Momente, ihr Lieben, wo ihr heute Morgen zwischen 5:30 und 6:30, wenn ihr in der REM-Phase eures Schlafes seid, da werden wir das noch mehrfach durchspielen, diesen Moment noch mehrfach ablaufen lassen. Was für ein besonderer Moment. Das ist der Erstklässler, der diese wunderbare Tüte in der Hand gehalten hat und nie wieder vergisst. All das gibt es jetzt. Die erste Kiste wird bewegt. Vorsicht, ruhig, bitte ruhig. Oh, gibt es noch eine Steigerstufe? Alles absolut richtig. Das ist gar nichts. Jedes erdenkliche Risiko wird minimiert. Die Schiffe wechseln. Oh, ja, der fühlt sich schon auf der Verbindung. Jetzt, Ladies and Gentlemen, our break, Dark Cove. Ruhig, mach langsam. Mach ganz langsam. 1,
3. Ihr könnt laut mitzählen, bitte, ja? Das sind die 3. Alles, was man. 4. 4. Was ist Wort Nummer 5 nochmal gewesen? Rö. Auch das werdet ihr morgen zwischen 6.30 und 7.30 Uhr machen. Ja, das sind Wörter. The Zeichner have left the ship. The time has come for our star to come on board. Die letzten Kisten. Vorletzte. Liebes Abwehrkomitee, es kann nicht mehr lange dauern. Die letzte Kiste kommt von der Fairplank runter. Stellt er die ab? Ist der unbeaufsichtigt? Eine ganze Kiste abwechseln. Ich bin jetzt der Fahrradfahrer. So, dieser Korb wird jetzt gleich angehoben. Und wenn er oben ist, dann baumelt er über der Cap San Diego. Wir applaudieren nochmal und sagen herzlichen Dank an das Schmuggler-Team. Vielen Dank an euch. Sicher das Schmuggler-Team rübergebracht von Eiler direkt nach Hamburg. Und jetzt muss sich langsam der Winchkorb in Bewegung setzen. Da geht er schon in die Höhe. Also, wenn er gleich, der Winchkorb und Outback Star Cove, über der Cap San Diego baumelt, da werden wir ihn stoppen. Und dann habt ihr alle ausreichend Zeit, um wirklich langsam miteinander die etwas engeren Schiffstreppen hinunter wieder in den Schiffsbau zu gehen. Und dann beginnen wir. Wir beginnen erst, wenn alle hier unten sind. Ne? Jeder sucht sich einen Platz an der Balustrade oder so und dann passt das hervorragend. Da geht es langsam auf. Ist hier auch alles gut eingehakt. Sieht erstmal so aus. Halb auf den Schäkel hier. Hm. So, langsam ein höher, das müsste noch höher, sonst sehe ich da eine leichte Kollision. Hab's eigentlich ein bisschen schlau gemacht schon im Vorfeld, so Fässer und so weiter, wo der gelagert ist, woher der Name kommt, in welche Richtung das geht, Farbe, ich glaube über Farbe müssen wir uns unterhalten. Es wird ganz, 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 ganz wichtig. Hashtag Outback Night, wenn ihr es direkt rausgeben wollt, wie wir in Hamburg für das Outback-Komitee die neue Abfüllung ganz, ganz geheim nach Hamburg geschmuggelt wurde. So, da ist jetzt, glaube ich, alles schön blockiert und frei, das ist perfekt. Klasse. So, und es ist, ich finde diesen Magnetismus, den ihr alle in euch tragt, finde ich großartig. Jetzt hängt der Winchkorb gleich über Luke 3, so heißt auch genau unser Spot. Da gehen wir jetzt ganz entspannt in aller Ruhe runter, das Luke 3. Unglaublich. Moment.
Dark Cove has come on board. Wir haben es geschafft, wir haben es wirklich geschafft. Und in wenigen Augenblicken ist es soweit. Wir werden über das Tasting sprechen, aber jetzt muss es doch erstmal ausgelöst werden hier. Thomas Zilb ist sicherlich auch auf dem Weg zu mir. Thomas, bist du schon in der Nähe?